Veronique Kolbar, ihr schon mal die schönen Fotos zu verdanken an dem schönen Buch, was ihr rauskommt. Also nicht schwer, generell gesehen, Essen zu fotografieren. Also das ist ein ganz anderer Approach natürlich, wie nur Porträts zu machen. Aber das ist aber ganz interessant, weil ich schon nicht den typischen, die typische Essensfotografie gemacht habe. Ich habe das ja ein bisschen wie Journalismus Reportage gemacht. Davon, das kann ich noch ein bisschen erklären. Naja, wie leiden sich dann nun, wenn ihr gesagt habt, okay, wir haben ein Projekt, wir kochen alle guten Konterbund mit Schwerpunkt auf Italien. Wie geht denn dafür, wenn ihr da seht, okay, ich brauche noch Fotos für dabei und das muss aber ein Esprit sein von, dem, von der Tradition, die du auch gewesen wird. Ma, am Anfang ist es gar nicht so schwer. Es ist am Anfang so, dass du, wenn du bei den Leuten rankommst, dann da kannst du an die an hier Küchen ran und dann du gehst schon direkt ganz herzlich begrüßt, vielleicht schon direkt mit deinem Grappa oder wie auch immer, mit deinem Flaschwein, mit deinem Glas Wein. Und dann, dann musst du für dich mal gucken, wie es lucht, weil ich schon die ganze Zeit noch nie Blitz geschafft habe. Ich habe probiert, wirklich so zu schaffen, dass es immer ganz natürlich ist und das ist nicht eine Mise-en-Scène. Das ist eben wichtig. Ich habe immer zu den Leuten gesagt, kocht ihr einfach, ich bin just dabei, ich gucke dir nur und ich meine, heute hast du ein Foto. Und das ist auch dadurch, wo du spontan gehen hast. Leute haben mich gar nicht mehr vorher nur geholt. Ich habe ein Foto gemacht und bin mal 3, 4, 5, 6 Stunden um und dann Leute gesagt, du hast ein Foto gemacht. Und ja, ich habe immer ein Foto gemacht. Und was ich ein bisschen schwer ist, dass das Leute allkehrs einen ganz anderen Teller holen oder eine andere Belichtung an der Küche. Und dann haben sie das doch nicht schön serviert. Wir sind da einfach drauf gekommen, weil wir hier noch Gears haben. Die haben probiert, mich schön zu servieren wie die anderen. Oder die haben mir Wert drauf gelegt. Und dann habe ich müssen irgendwie eine Position sichern, wie kann ich das am schmackhaftesten rüberbringen. Voilà. Ich denke, ein paar von einem Foto, die mich jemand interpelliert hat, ist ein Stück Schokolade, eine Kuro bei einem schönen allen Service. Ja. Du hast wirklich das Gefühl, die Fotos, die wir Anfang 60er entstehen. Ja, das ist es. Das ist weil Leute, die sind auch oft, wie soll ich das sagen, die wohnen noch an ihrer Deko von dem Mals. Ne? Die haben das nicht groß verändert. Und das finde ich genial. Und ich komme da ran und ich bin an einer Zeit plongiert, die nicht los ist, aber die wirklich als 50er, 60er, 70er, also sogar nach Öster. Und dann präsentieren sie mir das auch hier auf ihrem normalen Service, den sie immer haben. Und natürlich wollen sie das ganz schön präsentieren. Aber das ist schon immer die beste Position raus, für das Stadion eben am schönsten. Fotografiert kriegen. Ja. Du kriegst ja auch bei so einem Projekt, also apart bei diesem Projekt, extrem viel mit auf einem menschlichen Punkt an von einem traditionellen Point of view gesehen. Was tust du da mal auf den Weg kriegt? Ja, also es sind so gewinnt, Reportagen zu machen über Leute oder wo Leute den Schwerpunkt sind. Und das ist eben für mich schon immer ganz gerne. Eben Reportage-Journalismus zu machen. Und was ich da mitgekriegt habe, weil ich immer, die erste Mal, wie ich da war, war ich ein bisschen erfeiert, weil sie direkt so kollegial war. Sie haben ihn direkt mit der Familie integriert. Und so ist das immer weitergegangen. Und ich fand es super, weil es wirklich eine, wie soll ich sagen, auch eine Herausforderung war für mich. Ich habe mich immer gefreut, da hinzugehen, einen Namen kann ich gut essen oder die Mutter kann ich gut essen. Und es war immer schwer für mich auch noch fokussiert zu bleiben, ob da bist. Weil du warst dann da und du warst direkt immer ins Empfang gehen und so. Und da warst du so rangesaugt gehen an die Traditionen eben. Und mit George, wir haben das am Anfang gut gemacht. George hat dann gefreut, die ganze Geschichte gefreut. Und ich habe noch einmal probiert, ein bisschen von der Geschichte mitzukriegen. Und ich habe noch einmal probiert, ein bisschen eine Konnexion zwischen den Leuten herzustellen. Und zwar, mein Papa war zu Dave den Metzler. Und hier kommt Italienisch. Und darauf bin ich ganz stolz, weil immer so viele Leute nicht kommen. Wirklich, ah, das war der nächste Metzler, der noch Italienisch kommt und so. Und das habe ich immer von dann hatte ich schon direkt den Fuß an dir und dann war es schon perfekt. Was ist denn das Rezept, was dir am meisten zugesucht hat in dem Buch? Ja, das ist ganz komisch. Ich habe alles probiert, alles geschmeckt. Und mir da war schon die Aubergine mit gehacktes Geschmack. So einfach an alles. Aber das war wirklich, keine Ahnung, das war für mich einfach herrlich gut. Ja.